glaube, das ist die merkwürdige Wärme heute. Die irgendwie mich so ein bisschen irritiert. Die irgendwie so drückend wirkt. Oh, ich bin... Wait, ich bin drüber hinweg geritten? Hä? Was? Die müsste vor meiner Nase sein. Also entweder ist es irgendeine Art von Secret und das taucht dann nur nachts oder tags auf oder mittags oder keine Ahnung, was? Oder das ist nicht hier oben, sondern irgendwo unter mir. Huh. Okay. Naja. Und wie sieht's hier aus? Sehe ich hier irgendwas? Ich sehe hier eigentlich absolut gar nichts. Ist das ein Vorsprung? Kann man da drauf? Nee, das sieht eher aus wie ein... Nee, da ist, ich sehe halt null, ne? Ich sehe hier halt echt einfach nur null. Okay, dann gehen wir mal... Hier ist nirgendwo eine Gnade? Echt jetzt? Dann gehen wir mal hier hin. Naja, reden wir mal mit den Pappnasen. Mal gucken, was die eigentlich sagen. Oder nee, warte mal. Gehen wir erstmal zu diesem Trockenblatt Dane. Mal gucken, was der eventuell jetzt zu sagen hat, nachdem ich da in die Ruine unten runtergegangen bin. Nachdem ich die Ruine runtergegangen war. Genau. Vielleicht sagt er ja jetzt was. Okay, nein, immer noch nicht. Super, dann viel Spaß noch. Ich brauche doch meinen Pony gar nicht. Dann gehen wir mal dahin, gucken, ob die irgendwas Neues erzählen. Falls die überhaupt noch da sind. Oh, hello. Did you feel it? Mikula the Kind's enchantment appears to have broken. But while my devotion to kindly Mikula remains unchanged, by my troth, I am not so sure about the others. No, wait. Perhaps this is a blessing in disguise. I can wield my sword to cull the undeserving, those unfit to bask in tender Mikula's presence. I should have thought of this earlier. Okay, das hat also... questtechnische Gründe gehabt, dass man da so ein Zerbrechen hörte. Right. It's time to begin ferreting out. Those of us who don't deserve to be at kindly Mikula's side. Huh? Why, huh? Warte, ich rede mal erstmal mit den Typen da hinten. Intriguing. What remains there to be said? Do you presume us allies even now? Though Mikula's spell is newly broken, I must profess. The spell mattered little. Uphold his covenant, Mikula shall. And in godhood redeem our rueful clan. Then Marika and vilest Erdtree both will at last be from divinity wrenched. And surely, I... contented, I will be. But first, clear resounds the call of vengeance. The Impaler, Mesmer, must pay his due. In vengeance for the flames. My blade I wield. How could I allow myself to forget? Revenge alone assures me peace of mind. Think not to hinder me upon my path, lest you too wish to face the reckoning. Think not to hit. Okay, selber Text. War hier nicht noch irgendwo ein NPC? Da ist dieser Tull hier. Okay, dann rede ich auch nochmal mit dem da. Warum kann ich jetzt die beiden vorschlagen, diese beiden Typen? Vor allen Dingen vorschlagen für was? Dass sie da irgendwie die da umnietet oder wieder was? Habe jetzt nicht hundertprozentig drauf geachtet. Oh. Are you not affected? Even with the spell broken?
I'm feeling rather lost. Haunted by memories of St. Trina. Her visage. Her scent. The lure of velvety sleep. Would kindly Mikola chasten me for falling for St. Trina, while knowing that she was the discarded half? The problem is, I simply cannot help it. I would sacrifice everything just to gaze upon her one last time. Just give me the word if you need any more poison. Aha. Okay, ich sammle nochmal mit... Wo ist der Hornherold? Der Hornherold ist weg. Will er sich jetzt gerade... Macht er sich gerade auf Mesmer? Umklatschen zu wollen, weil ich hier in den Schattenbergfeld reingegangen bin und ich vermute mal... Hier... Ist Mesmer? Könnte man ihn dann jetzt hier irgendwo im Probenlager finden? Ich hoffe mal, wenn, dann direkt davor. Das wäre ja blöd, wenn ich den jetzt da suchen müsste. Ah, there you are. I've made up my mind. The horn sense will be eliminated. If he were to point his blade at Sir Mesmer or Queen Marika, perhaps it would not matter. But vengeance changes a man. And one day, his blade may turn towards Mikola the Kind. Kindly Mikola is, after all, the true golden child. Even if he discards every last drop of his being, his lineage will always remain. Okay, wenn du dich also gar nicht entscheidest, dann entscheidet die für dich. Das ist ja jetzt doof. I believe the horn scent suspects what I have in mind. He never placed his full trust in me. Even under the effect of kindly Mikola's spell. He must have recognized something. The scent of the killer that slept within me. The stench of crusted blood. I will follow the horn scent. To have his revenge on Sir Mesmer, there is only one place he will go. The Black Keep. I will follow the horn to have his revenge. The Black Keep. Okay. Lass mich raten, wenn ich jetzt lade wieder, dann bist du weg. Ah ne, du bist immer noch hier, okay. Ja, und was ist dann jetzt mit diesem Tollier oder wie auch immer der nochmal hieß? Tollier, Toller, Toilette, keine Ahnung. Tollier, wie spricht man diesen Namen aus? Wie spricht man den Namen da aus? Ich habe keinen blassen Dunst. Wie ist das im Englischen? Fiolia? Warum wird dann auf Deutsch abonnieren gesagt? What? Was ist das für eine Übersetzung? Der Typ heißt also abonnieren, okay. Tioli? Der Name ist super merkwürdig. Der Name ist merkwürdig. Okay, ich werde aber trotzdem jetzt erstmal versuchen, irgendwie hier runterzukommen. Wenn das nicht geht, muss ich mich wohl Richtung Mesmer begeben. Falls da Mesmer sein sollte. Fraglich ist aber dann eigentlich aber auch eine Sache. Und zwar... Muss ich den Herold da irgendwo im Lager suchen? Oder wie sieht das da jetzt aus? Weil es könnte durchaus möglich sein, dass ich da das Lager nochmal auf den Kopf stellen muss, damit ich den Typen finde. Aber ich glaube nicht, dass der dann irgendwo in einem versteckten Bereich sein wird, sondern irgendwo, wo man halt direkt über den stolpern wird, richtig? Das wäre auf jeden Fall wünschenswert. So wie zum Beispiel dieser Sir Ansbach und Freya. Die waren ja einfach da gewesen. Also,
Die musste man ja nicht unbedingt suchen. Okay, war ich nicht da unten schon mal? Ich meine, da unten schon mal gewesen zu sein. Ist das da unten nicht eine Gnade? Hallo. Bärchen. Okay, ich meine da unten mal schon mal gewesen zu sein. Ich weiß aber nicht mehr, wie ich da genau hingekommen bin. Oh, warte, eventuell, warte, mir fällt gerade was ein. War nicht bei diesem kleinen See hier irgendwo ein Durchgang in der Wand? Wo man da Miranda-Blumen gesehen hatte, meine ich, und Parfümeure. So ein Schößling von einem Erdenbaum, Eldenbaum, so. Und da war dann noch ein Durchgang. Genau. Okay, ich habe den Durchgang wieder gefunden, super. Jetzt ist die Frage aber, finde ich hier mehr als nur das, was ich hier jetzt sehe, oder was ist? Auf jeden Fall kann ich scheinbar nicht von hier runter, so wie das aussieht. Das da unten sieht auch aus wie ein wie ein Sumpf, allerdings auch mit irgendwas. Ach, das sind die Überreste von so einem Ofengolem oder Furnace-Golem, wie auch immer. Ja, aber dann ist die Frage... Fast runtergefallen. Dann ist die Frage, aber wie zum Geier komme ich hier runter? Bye. Und jetzt kann man ein bisschen mehr sehen als vorher, ne? Ist das überhaupt wirklich dann meine Startzone hier oder ist das eher mein Endpunkt? Das sieht eher aus wie ein Endpunkt. Um ehrlich zu sein. Das sieht nicht aus wie etwas, wo ich anfange, sondern eher wo ich ende. Kann man dann doch irgendwo von woanders da hinkommen? Du willst mir jetzt nicht erzählen, dass ich irgendwie es schaffen muss, hier in diesem Bereich runterzukommen, damit ich dann irgendwie nach und nach dann hierhin kraxle, damit ich dann irgendwann da hinkomme. Ha. Ich kann ja fix nachgucken. Ich habe ja halbwegs den Namen noch im Kopf, glaube ich, von dieser Ruine. Die Ruine soll ja, glaube ich, irgendwie Ulln heißen oder so ähnlich. Eldem. Eldemring. Runes of Ulln? Old Palace Runes, okay. Ist das das, wo ich hin will? Das ist vom Hauptspiel. The fuck? Wait. Oder sind gerade irgendwelche Erinnerungen miteinander verschwommen? Verdammt. Okay, Furnace. Golem. Dann suche ich einfach danach. Da war ja quasi hier aufgelistet, wo das ist. Ach, Unte. Okay, war auf jeden Fall mit U. Runes of Unte. Wie zum Geier kommt man da hin? Wait, what? You need to take a secret path in... Hey. Geheimer Pfad. Rat mal wo? In unserer Lieblingszone, dem Schattenbergfried. From where you find the
Fire Knight in Blazing Boats. Take the ladder down to a waterfall. Keep going down until you find a room with a painting and illusion. Da ist eine illusionäre Wand? Nee. Ich weiß schon, welcher Ort da gemeint ist. Da ist eine illusionäre Wand? Echt jetzt? Wie komme ich da nochmal hin, wo ich hin will? Ja? Ach stimmt, ich muss auch noch hier hingehen. Hier ist ja auch noch ein Pfad. Stimmt ja. Ich will alles machen, nur ein Messmer nicht. Falls da ein Messmer ist. Okay, das ist das. Jetzt muss ich erstmal herausfinden, wo zum Geier nochmal das ist, was ich gerade suche. Aber das dürfte, glaube ich, schon auf meinem Weg sein. Ah, ich renne einfach hoch. Au. Ist so viel zu dem Thema. Übrigens, der fette Hammer, der jetzt zum Beispiel der Kollege da hinten trägt, kann man offenbar wohl von den Gegnern bekommen. Der droppt scheinbar wohl einfach bei denen. Oh, da unten liegt ein Item. Weil, der eine, der da so einen Marathon da machen ist, wobei momentan nicht, weil der, glaube ich, irgendwo hingefahren ist, ist quasi gerade in DLC reingekommen, hat da irgendwas umgenietet, hatte dann irgendwann eins von diesen Rittertypen da umhauen wollen. Und interessanterweise beim ersten Kill dann diesen fetten Hammer bekommen. Ich wusste gar nicht, dass der quasi von dem von den Gegnern selber droppt. Ich dachte, der würde, wenn dann eher von irgendwas komplett anderem droppen. Okay, kann man weiter... Oh, man kann weitergehen, okay. Mach mal lieber die Lampe an. Ich wusste nicht, dass man hier weitergehen kann. Ach, Dunkelschmiedestein. Okay. Mehr gibt's da auf jeden Fall nicht. Und der eine Raum ist weiter hinten bei dem ersten Wasserfall. Und da soll eine illusionäre Wand sein? Echt jetzt? Dann hoffe ich, dass ich die erst sehe, bevor ich sie entferne. Ich wollte... Nein, ich wollte... Gerade wollte ich noch sagen, ich wollte gerade runterspringen, aber dann habe ich gesehen, nee, die Leiter ist viel zu lang und... Yeah. Oh. Haha, missed me. Supermassive Möbel werden einfach mal eben plattgerollt von irgendeinem Typen mit zwei Buttermessern. Voll die Billigbauweise, ist einfach nur Pappmaché oder so.
Und diesmal nicht wie der letzte Vollidiot einfach runterspringen. Okay, hier soll eine illusionäre Wand sein. Wo? Eventuell könnte das hier sein. Kann ich an irgendeiner Art und Weise erkennen, warum? Okay, es ist einfach nur eine Wand. Ist das eine? No. Okay, dann muss es wohl hier in diesem Raum sein. Hier. Kann man irgendwas erkennen? Nein. Woran habe ich jetzt erkennen können, dass das jetzt hier... Ich habe nichts gesehen, was irgendwie... das verraten hätte können. Ha. Huh. Ich meine, war das nicht in anderen Souls-Spielen so, dass du gegebenenfalls so ein bisschen was erkennen konntest? So ein ganz leichtes Wabern, wenn du dir die Wand ganz genau angeguckt hast? Also, illusionäre Wände hier in Elden Ring zu finden, ist halt wirklich echt schwierig. Aber gut, ich meine, sind halt illusionäre Wände, ne? Ich meine, soll halt wie eine Wand aussehen, ne? Ich kann wieder in einem Sarg pennen gehen, okay. Was ist das mit diesem Spiel, dass du immer wieder in einem Sarg pennen gehst, um dann woanders aufzutauchen? Das ist, glaube ich, auch in anderen Souls-Spielen so, ne? Ich habe sogar ein Bloodborne, ist das irgendwie, oder nicht? Und jetzt bin ich bei den Ruinen von Unte, oder was? Also ich sag mal so, ich hätte mich jetzt definitiv dumm und dämlich gesucht. Und diese Wand hätte ich niemals in Betracht gezogen. Ich hätte vielleicht irgendwann in Betracht gezogen, dass es eine illusionäre Wand ist. Aber dann kannst du halt technisch gesehen überall suchen. Ah ja, ich bin hier. Also du kannst dann halt wirklich einfach überall suchen, weil wo willst du dann was finden, ne? Eine illusionäre Wand kann dann einfach überall sein. Ich bezweifle, dass das hier Skadu Atlus ist, aber... Altus ist, aber... Nice try. Okay, heute scheint wohl irgendwie wirklich was mit der Wärme zu sein. Gerade irgendwie so, weiß ich nicht. Kopf fühlt sich leicht schwummerig an. Keine Ahnung warum. Als wenn man so leicht benommen wäre gerade oder so. Lass mich raten, du kriegst jetzt hier haufenweise Ofengesichter, weil du die brauchst für neue Töpfe. Hi. Kann ich dich einfach killen gehen oder was los? Mal kurz testen. Einfach mal eben hier die Fußnägel. Okay, ich kann Damage machen. Ein bisschen an den Füßen massieren, bis er irgendwann umfällt.
hat mich noch treffen können. Gib's um! Nee. Shit, ich hab nicht gesehen, was er mit dem anderen Bein macht. Ich hab leider weiter angegriffen. Ich Depp. Ganz blöd. Wenigstens bin ich da, wo ich sein wollte. Gucken, was hier so rumfliegt. Hoffentlich auch noch ein Boss oder zwei. Mein Pony ist tot. Oh oh. Ich kann selber auch drüber jumpen. Nice to know. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Das ist ja interessant zu wissen, dass du auch selber einfach drüber jumpen kannst. Du brauchst nicht zwangsläufig dein Pony. Mit dem ist es aber wesentlich sicherer. Dammit. Ah, ich habe keine Ausdauer gehabt. Jetzt müsste der umfallen. Das ist ja nicht gerade viel Damage, was er da abbekommt, wenn ich sein Gesicht treffe. Da habe ich aber irgendwie ein bisschen mehr erwartet. Schon wieder?
Oh, endlich. Dass die aber auch so lange brauchen, ne? Ölgetränkte Träne. Eine Kristallträne, die langsam im Lauf vieler Zeitalter dort heranwuchs, wo sich das Harz des Skadu-Baums tief im Golemofen sammelt. Kann in einer Flasche der wundersamen Arznei gemischt werden. Das resultierende Gemisch lässt den Nachahmer kurz in öligen Schweiß ausbrechen, durch den Gegner in der Nähe in Öl getränkt werden. In Öl getränkte Gegner sind sehr anfällig für Feuerschaden. Es ist eine Träne, die wiederum nur funktioniert mit dem Imitator? Ha. Das ist interessant. Und wenn du was hast mit Feuerschaden, dann würde der halt mehr Feuerschaden kassieren. Cool. Weil man einen Nutzen von hat, natürlich, ne? Das klingt nett. Hopp, da ist eine Asche. Aber wird dann wahrscheinlich dann auch nur so ein Ding sein, was dann vielleicht für die nächsten 20 Sekunden dann da ist und dann ist es dann weg, wa? Oder ist es quasi so lange aktiv, wie die Imitator-Träne aktiv ist? Wenn es so lange aktiv ist, wie die Träne da ist, dann okay, dann nett. Aber wenn es nur kurzfristig da ist, ja, boah. Ich finde es so ein bisschen blöd, dass du quasi da diese Arzneimischung hast aber nur eine einzige Aufladung. Die Buffs halten nicht unbedingt sehr lange. Warum zum Geier sich da überhaupt dann Gedanken machen drum, weißt du? Wirkt wie ein Item, was zwar auf eine Art und Weise bestimmt ganz nett sein kann, aber auf der anderen Seite irgendwie sein Ziel verfehlt. Weil ich denke mal, Leute werden zum Beispiel das, wenn sie es im Laufe der Zeit herausfinden, dann wahrscheinlich benutzen, um dann zum Beispiel Mooks Nihil-Angriff zu annullieren. Weil eine ganz bestimmte Träne erlaubt ja einem, dass du da diesen Angriff eine ganz bestimmte Träne erlaubt ja dir, dass du keinen Schaden bekommst, während dieser eine Angriff da ausgeführt wird von Moog. Du hast da quasi irgendwie so eine Art, weiß nicht, ich glaube rötliche Bubble oder so hast du um dich dann herum, die dann nach dem dritten Nihil-Angriff dann kaputt geht, aber das weiß auch nicht unbedingt jeder, dass das Teil existiert. Ich zum Beispiel, ich habe das halt ohne gemacht. By the way, es gibt Leute, die auch da sagen, das ist Cheaten, was du gemacht hast. Du hast den Bosskampf nicht richtig gemacht, weil du hast diese Träne benutzt. Alter. Echt? Ein Werkzeug, um den Angriff zu überleben, damit man nicht wie bescheuert irgendwelche Heiltränke saufen muss, ist jetzt plötzlich auf einmal auch Cheaten. Hey, du hast Spielmechaniken des Spiels benutzt. Wie kannst du es nur wagen? Du musst wie der letzte Vollidiot spielen. Sonst war das keine Leistung. Ja, als wenn das so eine Leistung wäre, mal eben zwei, drei Heiltränke zu saufen, ne? Ich dachte, du willst Schaden vermeiden, nicht Schaden fressen. Wie genau komme ich jetzt nach oben?